Hallo, herzlich willkommen zu einem The Legend of Zelda Breath of the Wild Let's Play. Das ist das letzte Mal. Jetzt sind wir in die Richtung von diesem tollen Turm gekommen. Was daran so schlimm ist? Schauen wir mal. Tada! Und dann im Wasser sind die elektrisch aufgeladen? Was zur Hölle? Ja, es sieht ein bisschen, ich weiß ja nicht. Ich bin jetzt kein Fan davon. Ich glaube, wir versuchen irgendwie da von da oben hier rüber zu fliegen, aber das ist nicht weit genug oben. Also wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Huch, da ist auch so ein Pilz drin im Wasser. Ja gut, schauen wir mal. Hoffentlich schießt er nicht mit Elektropfeilen. Oh shit. Oh, Junge! Mach mir keine Angst, Mann! Oh, weg mit dir, du Drecksvieh. Yo. Voll gefährlich. Nein. Nein, 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 nein! Boah, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also die Drehattacke ist voll stark. Yo, was geht da ab? Da muss man aufpassen, dass wir kein Metallzeugs haben. Aber im Moment ist es ja noch egal. Und hier sind irgendwie Steinchen. So, was? Wir machen erstmal das da unten mit den Steinchen. Das da hinten, wird sich auch noch. Ja, werden wir auch noch irgendwann machen, vielleicht. Oh Mann. Na, auf jeden Fall Kristalle. Oh nein. Donnerblatte. Oh nein. Wenn vier Geister an ihre Plätze reißen, den Weg zur Prüfung sieht ihr. Was? Nein, das ist doch jetzt nicht. Boah. Was? Das ist einfach mal eine Ocarina of Time-Anspielung. Ihr wisst schon, der eine Geistertempel. Das ist cool. Das finde ich wirklich cool. Da ist die Frage. Aber vier Geister, dann brauchen wir Pfeile. Wir haben aber kaum normale Pfeile. Und auch kaum Waffen. Das könnte doof sein. Und eigentlich wäre es im Sturm, glaube ich, gar nicht mal so dumm, wenn wir, wenn wir vielleicht doch die Hose hier anziehen, die gegen Elektroschaden. Und wenigstens dürfen wir hier unsere Ausrüstung behalten, nicht wie bei dieser doofen Insel da. Scheiße. Ich hasse Octoroks. Muss das sein? Oh. Okay. Ich befürchte schon fast, dass diese komischen Kristallsteinchen hier. Wir kommen hier nicht. Wenn wir die zu lange halten, dass wir dann vom Blitz getroffen werden oder sowas. Müssen wir schauen. Kann ich mir gut vorstellen. Können wir das irgendwie. Nein, schade. Okay. Und? Nee, nicht mal. Ich frage, wie wir die da hochbringen. Mit Geistern dachte ich jetzt eigentlich, dass diese komischen Viecher, die Elektrofeuer und was weiß ich, Eisteile, gemeint wurden. Aber vielleicht wurden auch nur die Steinchen hier gemeint. Aber wer weiß, wenn wir die Steinchen da hinbringen, wo sie hin müssen, vielleicht fängt es dann auch an, dass ein paar andere Gegner kommen. Und ich weiß gar nicht, wie ich denn da hochkommen soll. Oh. Ein bisschen Pech müssen wir die mit der Stasis da hochhauen. Aber können wir hier wirklich nirgendwo einfach so hochlaufen? Und rennen kann ich jetzt natürlich auch nicht. Nervig! Ja, hier, oder? Stimmt. Sind wir schneller? So? Haben wir nicht im. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Nein, bitte sag mir, dass ich das. Nein, bitte sag mir. Komm schon. So, sag mir, dass es hier hochgeht. Fuck! Ist natürlich doof. Nein, stopp! Nirgendwo, wo wir so hochhauen können. Gott, verdammt, ja doch. Dieser. Warum ein Kreis? Warum nicht einfach was anderes? Musste sein.
Oh. Okay. Ich glaube, nein. Wir müssen da anders hoch. Ich glaube auch schon fast, wir müssen es wirklich per Stasis hochwerfen. Darum gehe ich jetzt einfach mal in die Richtung. Und dann ja, von hier nicht. Oh. Hallo. Blöder Schleim. Machen wir es von da aus. Das hier sieht... Ja. Wahrscheinlich von hier. Okay, der Schleim verfolgt uns nicht. Also erstmal ignorieren. So. Wenn wir das jetzt hier so hin tun. Mit der Stasis. Und dann... Nicht zu sehr verkacken. Gott, egal. Passt es? Nicht mal annähernd. Wow, egal. Öfters treffen, passt es bestimmt. So. Stasis, bitte. Mach mal. So, jetzt aber. Das ist ein richtig Abprallt. Müsste schon passen. Ich hoffe, dass die Waffe dadurch nicht kaputt geht, weil sonst haben wir ein Problem. Ja, Mann. GG. Okay, wir wissen auf jeden Fall, weil das ist da hochgeht. Das gefällt mir schon. Und, okay, die müssen nur auf dem Boden dahin. Puh. Das ist ein kleines Problem. Ui. Nicht zu nah an solche Orte ist, glaube ich, gar nicht mal so dumm. So, hier. So, kommt jetzt ein Geist oder sowas. Ah, wirklich. Nicht rum genug. Schlecht. Nein. Und wo ist die Prüfung? Das war's schon, oder was? Einfach nur die Kugeln da rein. Das kann ich mir nicht gut vorstellen. Ha. Da oben ist schon, ja. Das schießen wir einfach runter. Obwohl. Oh, toll. So. Perfekt. Ah, okay. Ich dachte schon. Aber erst mal nicht zu nah hinten. Der Ort macht mir ein bisschen Angst. Und dieses Mal ist gar nichts abgefackelt. Das Gras ist wirklich weg. Nicht schlecht. So, lässt da rein ist nie mehr in die Nähe gehen. Ekelhaft. So, den letzten haben wir ja auch schon gesehen. Der müsste irgendwo da hinten hier sein, oder? Irgendwo war noch ein Kopf, auf den wir klettern müssen. Was ist in die Richtung? Jetzt bin ich verwirrt. Moment. Da ist, dann muss in... Dann war hier der eine drauf, den wir geholt haben. Dann muss in die Richtung irgendwo. Ach, da hinten. Okay. Dann ist da der letzte. Also mal schauen, ob es geht. Ich sollte andere Pfeile benutzen, oder? Nicht mal Pfeile. Ich weiß nicht mal, ob wir Pfeile dafür benutzen sollten. Um den da runter zu hauen. Weil anders... Wir kommen halt nicht wirklich hoch. Ja gut, wisst ihr was? Elektropfeile. Elektropfeile. Wenn ich treffen würde. Oh, toll. Ja, okay, er bewegt sich auf jeden Fall schon mal. Sehr schön. Voll die Verschwendung. Da auch noch der gute Bogen. Weißt du was? Nein, das... stimmt. Oh, nein. Der hier ist nicht. Können wir so einen benutzen. Kein Dreifachbogen hier verschwenden. Was soll das denn? So, dann... kriegen wir den von hier auch so hoch? Oder wird es jetzt nichts? Schauen wir mal. Stopp. Ich weiß ja nicht. Oh, okay. Ein bisschen mehr in die Richtung. Oh, nein. Nein! Nein! Stopp! Wow. Gut gemacht. Toll gemacht. Schon wer, du bist der Beste. Oh, Mann. Zielen ist, glaube ich, nicht meine Stärke. Aber es ist halt irgendwie überraschend viel Arbeit. So ein bisschen Popelzeug. Und das hier sieht ganz schön stark nach einem Krog aus. Krog. Nein. Aber. Schauen wir mal. Hey. Krog. Nein. Okay. Okay. So.
Dann eben von hier aus. Ja, das hier scheint eine gute Stelle zu sein. Ablegen. Der hängt da. Okay, perfekt. Selbst noch ein bisschen besser hin. Okay, jetzt aber. Ah, sehr schön. Das ist eine gute Richtung. Okay, das passt. Noch einmal. Oh, voll gut. Huch, jetzt nur die Frage. Es wird nichts, oder? Der Regen. Der Regen. Okay. Mann, oh! Dann halt. Obwohl, da ist er schon, okay. Ich dachte gerade, wir müssen jetzt wieder komplett außen rum. Das wäre natürlich total assi gewesen. Aber das hier müsste machbar sein. Mit ein bisschen mehr Ausdauer. Sehr schön. Gut, ich ganz kurz im Mute. So, wieder da. Dann sollten wir jetzt das eigentlich schon geschafft haben. Es war irgendwie ein bisschen einfach, aber auch gleichzeitig hat es einfach nur ein bisschen viel Zeit gekostet. Ich weiß auch nicht. Es war gerade näher als erwartet, oder? Mann. So. Dann wird der Schrein wahrscheinlich doch eine richtige Prüfung sein. Und hier kommt jetzt bestimmt ein Schrein, richtig? Nein? Doch. Gut. Wenn jetzt noch irgendwie vier Geister auf einmal hergekommen, dann wüsste ich auch nicht. Dann wäre alles vorbei. Prüfung im Sturm geschafft. Sehr schön. Ich gehe mal stark davon aus, dass es dann wie in diesen anderen Schrein ist, wo man davor was machen muss, damit es die Prüfung war und dass wir jetzt einfach nur noch die Belohnung in eine doofe Kiste bekommen. Das kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Obwohl es halt schon ziemlich einfach war. Also, wer weiß, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Schon auch. Das Geheimnis der Risse, es ist doch eine richtige. Das ist jetzt natürlich. Licht ist überhaupt kaputt. Machen. Oh, komm schon. Verarsch mich nicht. Spiel! Nein! Muss das sein? Ich will doch nur haben. Ich will! Verdammt. Vielleicht von hier oben irgendwie. Oder vielleicht kann man auch einfach nur hinfliegen. Oh. Die sind nicht sehr stabil. Und da ist irgendwas. So. Hey. Ich will die Waffe gar nicht rausholen. Und was macht der? Oh. Super. Und hier komme ich natürlich jetzt nicht raus. Hey. Bisschen Angst vor den Ist er gerade auf uns drauf und ist kaputt? Was? Wow. So komme ich nicht ran. Schade. Nee, Moment. Wie kriegen wir denn die Steinchen da drauf? Jetzt bin ich verwirrt. So. Oh. Möglicherweise müssen wir gleich wieder weg. Verdammt! Oh, okay. Verstehe. Ja, damit. Nee. Ich weiß nicht. Nein, 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 nein. Bleib da oben. Dann. Aber wir können ja nicht auf solche draufklettern, oder? Nein. Dann bringt uns ja auch nicht viel. Es sei denn, wir können damit die Kiste da hinten runter. Ist die bewegbar? Ja, ist das ja schön. Und so. Sehr schön. Her damit. Opa! Gleich mal wieder schauen. Nope, nicht die letzte Kiste. Habe ich mir aber auch schon irgendwie gedacht. Und hier diese Steinchen an der Seite kommen einem schon ein bisschen eigenartig vor. Wo kommen die denn her? Ihr wisst schon. Einmal irgendwelche Steinchen da. Das kann ja kein Zufall sein. Okay. Hier war wohl nichts. Gut zu wissen. What?
denke mal, der muss da auch da bleiben. Das ist nur die Frage. Was ist die letzte Kiste? Oben irgendwo? Habe ich ne, ich weiß nicht. Ah, gehen wir erstmal hier lang. Dann kommst du noch. Immer noch gucken, ob die vielleicht da oben ist. Und wenn nicht, dann woanders hin. Da hinten irgendwo? Ha. Anscheinend nicht. Aber wenn die Steine da unten weg sind, habe ich dann verkackt. Hier ist keine mehr, okay. Hallo, Kollege. Ja, schön. Aber keine Kiste. Kiste. Ich will die Kiste. Ah, gut, dann machen wir halt den Rest auch kaputt. Upsi. Können wir hier hoch, wenn die ist weg... Moment, wie soll das dann funktionieren? Das wäre doof. Ich lasse den... Ah, da ist ja noch ein Stein. Schauen wir mal. Können wir den jetzt wegtun? Sind wir dann am Arsch? Jo. Ist natürlich doof. Erstmal Kisten suchen. Immer gut. Ja, weg mit dem Scheiß. Also wirklich am... Na gut. Wirklich am Arsch sind wir ja nicht. Wir können ja das hier drauf tun und von da aus dann weiter. Und dann von da oben. Ihr wisst schon. Ja. Oder? Ich teste gleich. Yo! Yo! Wir haben... Das komplette Set. Was bringt es? Was macht das Set? Isolier, hä? Und was macht das jetzt? Wir haben doch das komplette... jetzt bin ich verwirrt. Egal, einfach mal damit rumlaufen. Irgendwie, ich weiß nicht, der Helm, der sollte eigentlich total bescheuert aussehen, aber irgendwie sehen wir ganz cool aus. So, nicht schlecht. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein Set von Isolierrüstung. Sollten wir auch mal verbessern und schauen, was wir dann... Oder erstmal schauen, ob wir es überhaupt verbessern können. Ach, verdammt, ich will es testen. Okay, so viel dazu. Ich wollte schauen, ob wir die Kisten auf den Knopf tun können, aber die sind ja nicht mehr magnetisch. Das erklärt, warum wir die davor nicht herholen konnten. Sehr schön. So. Puh, fast runtergeflogen. Aber Moment, wir wollen doch gar nicht. Erstmal so. Obwohl. Ich leg's einfach mal hier ab. Von hier oben sehen wir es besser. Sollte es machbar sein. Bleib da! Blöde. Ah, nein, ist es sogar. Oh. Ist ja gerade unnötig. Ja, du musst mir nicht unbedingt jedes Mal die Cutscene zeigen. Danke. Egal, damit wäre das geschafft. Und dann haben wir zu 12. 12 Stück. 12 von den. Ihr seht's gleich. Bewährungsteilen. Was eigentlich voll cool ist. Jetzt können wir 3 Sachen verbessern. Ich würde sagen, 2-mal Ausdauer und 1-mal Leben. Hiermit ist dann mein Dienst erfüllt. Yo, peace out. Sehr schön. Jetzt habe ich nicht geschaut, ob es die letzte Kiste war. Ich hoffe einfach mal, es war die letzte. Aber ich will mal sagen, das ist eigentlich gar nicht so eine doofe Idee, wenn wir jetzt mal kurz doch wieder nach Hateno gehen. Oh, es hat aufgehört zu donnern. Auch nicht schlecht. Ach Gott, verdammt. Ja, gehen wir jetzt einfach mal nach Hateno. Wir können uns da jetzt wieder überall immer hin teleportieren, wenn wir wollen. Warte, war das Hateno oder war das... Das war nicht Hateno. Wir wollen nach Kakariko. Nein. Kakariko oder? Doch, wir wollen nach Kakariko, nicht Hateno. Und dann mal zu großen Feen schauen. Also was wir jetzt machen können. Wir haben jetzt auch diese Dingsens. Diese Spurtlinge. Und die haben ja, glaube ich, auch gebraucht für irgendwas. Müssen wir mal schauen. Oh, warten. Was? Solltest du ein Lager... Ach so. Ah, ich verstehe. Natürlich doof. Na egal, dann gehen wir kurz jetzt zur Fee. Weil wir bei der Fee waren, können wir danach immer noch... kann ich die Folge beenden und dann kann ich ein bisschen kochen gehen. Ja, kochen.
So, und was ich jetzt machen will, ist vielleicht ein bisschen Overkill, aber ich will ein paar glitzernde Häschen fangen gehen. Mit Fangen meine ich kaputt schießen. Moment. Wo ist denn der Hase hin? Kein Hase. Na gut, dann halt nicht. So. Boah, ich dachte gerade irgendwie, das wäre nicht mehr so eine... Da wäre irgendwas. Also, dieses im Hintergrund, da das hintere, da wo der Kopf ist, das, ja, egal. Hey! Hallo, Kotura. Ach, du bist es. Sei gegrüßt. Soll ich deine Kleidung verstärken? Ich habe genug Kraft, um deine Kleidung ein wenig zu verstärken. Natürlich. Yo. Moment. Gelb. Oh. Und hier. Wir wissen nicht mal, was wir hierfür brauchen. Aber gelbes Schleimgelee sollte eigentlich machbar sein. Kann ich das nicht sogar kochen? Huh. Egal. Wir können hier jetzt auf jeden Fall ziemlich billig, ja? Warum nicht? Machen wir das. Ah, Kleiderkopf, du, natürlich. Und los. Ja, Mann. Da. Sehr schön. Und fertig. Ja, klar. Mach gleich. Ja. Ganze Set. Ach so. Wenn wir also das ganze Set. Müssen wir das ganze Set dafür verbessert haben? Weil verbessert haben wir ja schon was. Oh, müssen wir schauen. Dann können wir schauen, ob wir vielleicht irgendwie... Ja. Kletterhandschuhe. Bitte, und fertig. Nein, jetzt dürfen wir nicht mehr schauen, oder? Naja. Bis später. Hat die gerade was von Schwester gesagt? Egal. Ja gut. Gelbes Chili. Mehrere Möglichkeiten. Oder? Ah, jetzt kommt gleich dieser dumme... Egal, ich habe eine Idee. Gelbes Gelee ist ja Elektrozeug. Bevor ich die Folge beende, geht es vielleicht ein bisschen länger. Aber wir haben blaues Gelee. Ich will wissen, ob das geht. Das müsste eigentlich gehen. In die Hand, Hand. Am Boden. Eigentlich will ich abwarten. Aber egal. Nicht, dass jetzt was schwindet wegen während der... Ihr wisst schon. Bang! Chichi. Haha! Ach Gott. Ja. Wir können es überspringen. Danke. Wir haben die Katze ja schon so oft gesehen mit diesem doofen Mond. Die ist mir egal. So. Weg mit dem bösen Zeug. Weg mit euch, ihr schwarzes. Das geht nicht mehr weg. Was soll das denn? Das hört nicht mehr auf. Alles ist böse. Hey, komm raus. Ich will Sachen verbessern. Ach, du bist es, sei gegrüßt. Soll ich deine Kleidung verstärken? Na klar. Natürlich. So, oh, sehr schön. Beides. Ja, klar. Kurz überspringen. Und dann das letzte Teil auch noch. Und dann schauen wir mal. Wir haben das komplette Set auch noch verbessert. Also müsste es ja in Bonus geben, hat sie gesagt. Obwohl, da steht nur manche Kleidungssachen. Vielleicht zählt es hier nicht. Ich hoffe natürlich, dass es zählt. Aber wer weiß. So. Isolierhose. Und fertig. Ich dachte, ich verstecken nicht möglich zu sein. Oder wenn du meine Schwester geholfen... Aha. Und dann kann man also noch mehr Sachen verbessern. Okay. Schauen wir mal. Auf jeden Fall. Wir haben es ausgerüstet. Aber was bringt es uns jetzt? Ich meine... Es gibt leider keinen Set-Bonus, glaube ich. Aber dafür gibt es eine Menge Verteidigung. Ja gut, schade. Und wir sind jetzt elektrogeschützt. Das gegen diesen bestimmten Gegner ist gar nicht mal so dumm. Ich würde sagen, dass ich jetzt die Folge beende. Und in der nächsten Folge werde ich ein paar Pfeile haben. Ich werde versuchen, alle möglichen Pfeile oder ein paar Pfeile unten in Hateno zu kaufen. Und dann werde ich noch kochen und... das ganze Zeug verkochen und mal schauen, was man machen kann. Vielleicht google ich auch noch nach Medizinzeug, wie man eigentlich Medizinsachen machen kann. Obwohl ich nicht weiß, ob das wirklich nötig ist. Aber wir werden schauen. Auf jeden Fall beende ich erstmal die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Tschüss.